Und ein herzliches Willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Ja, mal gucken, ob wir hier aus dem Dschungel rauskommen, der bösen Frau entkommen können. Abstand halten, ja? So. Ihmchen. Siechen. So. Dazu muss ich sagen, ja, ich habe die zwei Szenarios jetzt hier, wo ab hier zwei Szenarios weiter schon durchgespielt. Ich habe es falsch gerendert, ich habe es im Fraps Multichannel gerendert und von daher ist der Sound zu tief geworden und deswegen nehme ich jetzt nochmal auf. Aber es bleibt immer spannend, denke ich. Und los. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst. Ja, natürlich. Gut, dann tun sie genau das, was ich sage. Dann werde ich ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was sie... Seien Sie endlich still! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? So. Kein Wort mehr, sonst werde ich sie erschießen und sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Mecker. Bitte beruhigen. Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Gut. Da hat sich Fraps aufgehangen, Jurassic Park aufgehangen, da sind wir wieder. So, obwohl ich 2 Szenarien schon durchgespielt habe, wisst ihr, wenn man eine andere Entscheidung trifft oder besser spielt als vorher, kann das Spiel anders verlaufen. Also das Spiel kann, ich weiß nicht, bis zu 3, 4 verschiedene Enden haben, glaube ich. Und von daher ist es nicht gesagt, dass es wirklich so abläuft, wie ich mir denke. Gucken wir mal. Ja, so. So. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, hi, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Tja, das war's. Böse, böse Frau. Hallo? Das nächste Szenario, okay. Gleich wieder. Aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht Hallo? Sehen, wenn Hallo? Sie... Hallo? Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. So, die haben gesagt, die haben Rauch gemacht. Was steckt Rauch auf? Da vorne ist Rauch. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Zum Helikopter? Warum zum Teufel sollten sie das tun? Wartet! Fieke! Das kann nicht wahr sein! Moment noch! Auf den Autopiloten entscheiden! Ich hoffe, ich will Höhe verlieren! Ah, ich will die Scheiße fliegen. Tut mir leid, ich muss mal kurz übernehmen.
Fenster, Mensch. Oscar, die Cat ist bewusstlos. Oscar? Geh los. Kannst du die Kiste landen? Ja, Landeplätze sind was für Anfänger. Okay, jetzt komm schon. Durchblut. Wir sind an unserem Ziel angelangt. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphären durchqueren, und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann! Ingen wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Nächste Episode. So, weiter geht's. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Ja. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Aber die Ohren sind noch nämlich an. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Keine Spuren, keine abgeknickten Blätter, gar nichts. Ah, die Eier da. Die Eierschalen. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Oh Mann, das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. So, ich hätte dich drücken können, super. Tot. Mistvieh. Ach, Scheiße! Stopp, oder so, könntest. Alles okay? Oscar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Das ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Episodenende. Episode. Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen.
Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hierbleiben. Hören Sie, wenn wir es leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sinne. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sinne zu bekommen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen. Und Wagen zum Sitzen draufheben. Oh, mal schauen, ob wir das Rätsel hier knack kriegen. Okay. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Los, das Gerüst muss von der Sinne runter. Ja klar, das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Einfach schieben! Ich kann nicht, schieben Sie doch. Okay. Verdammte Weiber. So, was haben wir denn? Was mussten wir jetzt hier machen? Mal schauen. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Okay, rüber. So, und runter. Und da hängen wir jetzt die Kleine an und dann lassen wir das Seil runter und dann ist er unten, ohne die Achterbahn zu benutzen. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Nee, war nur ein Scherz. Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Sinnen heben. Zurück, Jess! Gut. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Okay, So. Nein. Aber warum hat die Drehplattform Strom und der Rest der Achterbahn nicht? Der Sturm oder irgendwas anderes hat gestern die Stromnetze beschädigt. Die Versorgung ist an manchen Stellen unterbrochen. So, wir müssen nämlich, die Wagen haben nämlich Zahlen, 1, 2 und 3, und die müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Es kann nicht 1, 3 und 2 sein, dann fährt die Scheiße nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Na, Frau, mach was. So suchen Sie also die Wagen aus. Nochmal weiter. Gut. Rauf. Nein! Ach! Aha, es funktioniert! Okay, das ist echt ziemlich cool. Ja, ist falsch. So. Ja, jetzt so. Verdammtes Schiebepuzzle. Ich hasse Schiebepuzzle. Aber das geht so. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Okay. Die Scheiße. Okay, nur rein. Nee.
Nee, oder doch? Ich weiß nicht. Hm. Du raus. Nee. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Ach. Wie war denn das? Wie war denn das? Es gibt keinen Platz für den Wagen. Auf du. Oder? Was haben wir? Den letzten Wagen haben wir so ein komisches Ding drin. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Genau, jetzt einmal drehen. Wollte ich eigentlich nicht, aber... Ja. Ich weiß nicht, es ist in die Wagen in der falschen Reihenfolge. Kriegen wir hin. Wir müssen die Wagen austauschen. Ich glaub, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeschiene. Jetzt sind Sie dran. Ui. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. So.